Hallo und herzlich willkommen zu Let's Do It. Heute werden wir mal aus diesem Holz hoffentlich einen Sitz für das Kart herstellen. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert und vor allen Dingen auch, ob das dann hält. Ich habe die Firma Pharmac angeschrieben, ob sie mir vielleicht so einen Schlangenbohrer zuschicken können, so einen großen. Mal gucken, ob wir es damit fixieren können. Lasst euch einfach mal überraschen. Der Online-Shop Sägeblattkönig hat mir auch noch was zugeschickt. Damit werden wir dann das Ganze so ein bisschen in Form bringen. Aber wie gesagt, das werdet ihr alles gleich sehen. Wir lassen uns mal überraschen, ob das wirklich hinhaut, ob das wirklich klappt. Ich bin echt mehr als gespannt und ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Als allererstes habe ich alle Balken mit meiner neuen Formatkreissäge zugeschnitten. Ich liebe diese Maschine. Ich liebe sie. Ich verlinke euch die oben rechts mal oder ich verlinke euch die ganze Playlist oben rechts mal. Ich habe jetzt soweit alles zugeschnitten. Ich zeige euch jetzt mal ganz grob den Aufbau oder beziehungsweise ganz grob, so wie ich mir das denke. Und zwar denke ich mir das ungefähr so hier. Das ist die Sitzfläche. Warum das jetzt hier etwas oder warum ich jetzt hier hinten etwas flacheres Brett schon genommen habe, ist einfach, weil wir ein bisschen nach hinten, also da, wo der Po ist, tiefer kommen wollen. So, und jetzt, hier ist noch kein, ich habe hier schon den Winkel angezeichnet, das müssen wir auch gleich noch abschneiden. Das heißt ungefähr, ich habe jetzt 20 Grad genommen, das heißt 20 Grad steht das Ding dann später so hier. Ja, und die müssen dann auch noch hier den Winkel angepasst werden und dann kommen die hier so ran. Ungefähr so. Dieses ungefähr passt sehr gut, weil ich habe irgendwie noch keine Ahnung, wie das funktioniert oder ob das überhaupt funktioniert. Aber so ist ungefähr der grobe, der grobe Gedanke, kann man es nennen. Ob das, wie gesagt, so klappt, ich habe keine Ahnung. Und ob ich hier oben auch nochmal, also hier oben werde ich auch dann nochmal so ein ganz kleines Stückchen ransetzen. Mal gucken. Wie gesagt, das muss jetzt erstmal alles grob zugeschnitten werden. Dann muss das Ganze erstmal geleimt werden. Und dann fangen wir an mit der Kettensäge, das grob auszuschnitzen, schneiden, wie auch immer. Und dann fangen wir an mit den Feinheiten. Und das läuft dann alles mit der Flex und den, da sind sie, und diese Raspeln von Sägeblattkönig. Als nächstes habe ich den Winkel zugeschnitten als für die Rückenlehne und für die Seitenteile. Dann habe ich angefangen, unten, wo die Seitenteile dann reinkommen, die Nut reinzusägen. Das war auch ein bisschen Fummelarbeit, um da den passenden Winkel rauszubekommen. Aber naja gut, hat eben eine Weile gedauert, aber funktioniert. Bevor ich jetzt hier gleich ganz verzweifle und das Ding hier einmal durch die Werkstatt schmeiße, werden wir es jetzt nochmal versuchen mit Festschrauben, einfach um das erstmal zu leimen. Mit den ganzen Winkeln kann man es einfach irgendwie nicht richtig zwingen, beziehungsweise ich habe nicht die richtigen Zwingen, wie auch immer. Man hätte natürlich auch alles dübeln vorher können, ja, ich weiß, hatte ich auch die ganze Zeit überlegt, aber... ja, wie ihr seht, ich habe es nicht gemacht. Ich war eben ja wirklich schon am Verzweifeln und wollte schon das Ding irgendwie in die Ecke schmeißen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, hier hinten die vier Schrauben reingeschraubt und habe jetzt, oder versuche es jetzt einfach so. Ich habe leider auch nicht genug Zwingen. Jetzt wird mein Papa wahrscheinlich gleich wieder sagen, ja, man kann auch zwei Zwingen doppelt nehmen sozusagen oder zwei Zwingen eine machen. Ja, aber selbst die haben wir nicht mehr, also nur noch so einen ganz kleinen und da müsste ich dann fünf aneinander rein. Gut, ist egal. Ich hoffe, es hält jetzt. Wie gesagt, die Schrauben fixieren das ja auch noch. Das sind schöne, große, lange Spacksschrauben, die habe ich jetzt einfach mal komplett da durchgejagt.
Wenn ich das jetzt später mit der Kettensäge und alles bearbeite, kommen die natürlich wieder raus, in der Hoffnung, dass das alles hält. Also drückt mir bitte am besten beide Daumen, ja, wenn ihr vielleicht Frau, Freundin oder Kinder noch habt, die sollen auch noch drücken, in der Hoffnung, dass es morgen so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Schluss für heute, wir sehen uns morgen und gucken, ob es klappt. Wir haben es jetzt einen Tag später. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig die Daumen gedrückt. Wir werden das jetzt einfach mal auseinanderbauen, beziehungsweise erstmal alle Zwingen abnehmen und ja, und als letztes dann die Schrauben rausnehmen und dann mal gucken, ob es hält. Ich mache mir da jetzt noch nicht so viele Hoffnungen, weil ich sehe an manchen Stellen schon, wo wirklich mehr Holz ist oder wo ein riesengroßer Spalt ist, wo einfach höchstwahrscheinlich gar kein Leim ist. Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich würde sagen, wir machen mal die erste Sitzprobe. Ups, das war die Leiter. Wir machen, wie gesagt, mal die erste Sitzprobe. Also da muss mein dicker Hintern aber noch, oder muss noch ein bisschen Platz geschaffen werden für meinen dicken Hintern. Aber ich muss sagen, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Das ist mega geil. Ey, diese Armlehne hier oben, die muss ich lassen. Wenn ich nämlich mal wieder auf die anderen alle warten muss, dann habe ich ja Langeweile, dann kann ich mich hier so hinsetzen, die Arme hier hoch machen und auf die anderen warten. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber ich kriege das mit der Rundung jetzt hier nicht mehr hin, dann ist der Zufall zu viel weg. Ah, schade. Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr zufrieden. Und wir müssen jetzt, wie gesagt, aber das war ja gewollt, dass das hier alles noch ein bisschen zu eng ist innen drin. Aber da will ich ja von den Seiten eben noch was wegnehmen. Ich möchte das ja so ein bisschen anpassen. Zumal, oh, wie festgesaugt, ich jetzt gerade mit dem Hintern genau auf dieser Kante sitze. Aber wie gesagt, das war ja alles so geplant. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass das jetzt hier nicht mehr klappt. Also ich hätte, das war der Bleistift, ich hätte das mal echt länger lassen sollen. Dann hätte ich wirklich hier das so gelassen, vielleicht, oder hätte hier angefangen mit der Rundung und dann so nach unten. Aber gut, jetzt ist zu spät. Also werden wir es dann trotzdem so hier ungefähr machen, dass man einfach, oder noch ein bisschen mehr, ich setze mich gleich nochmal rein, beziehungsweise ich brauche meinen Bleistift dazu. Also muss ich gleich nochmal runterhüpfen. Aber kurz zur Erklärung, ich werde das jetzt, oder ich werde mich gleich nochmal reinsetzen, oder ich kann das ja euch mal von der Seite zeigen, was ich meine. Mal kurz wieder reinquetschen hier. Also, ich habe das ja jetzt, wo habe ich es angemalt? Da habe ich es angemalt. Das würde total drücken, glaube ich, wenn ich das jetzt hier mache. Das heißt, ich werde das wirklich hier runtergehen. Hier werde ich erst runtergehen. Ich markiere das mal kurz mit dem Fingernagel, weil der Bleistift runtergefallen ist. Hier werde ich jetzt runtergehen. Dann habe ich nämlich wirklich so einen richtigen Seitenhalt und es drückt auch nichts. Wenn ich das jetzt nämlich hier so abschneiden würde, dann würde ich immer mit der Seite an dieser Kante liegen. Egal wie rund ich die mache, ich würde sie immer spüren. Und es würde mich wahrscheinlich nach einer Zeit total nerven. Aber wenn ich jetzt die Kante eben hier dran habe, kann eben nichts pieken. Das heißt, ich merke dann nur die Kante, aber ich pieke mir nichts irgendwo in die Seite. Gut, ich bin sehr zufrieden. Weiter geht's. Als erstes habe ich die Kettensäge schnell zusammengebaut. Zum Glück habe ich eine Kettensäge mit so einem Kettenschnellspannsystem, wie auch immer das heißt. Und dann habe ich auch schon angefangen, die Sägespäne ordentlich fliegen zu lassen. Aber ich kann euch versprechen, da kommt gleich noch richtig viel. Die ganze Werkstatt war voll, beziehungsweise ich auch, aber das seht ihr im Laufe des Videos. Als nächstes habe ich mit der Flex angefangen und der Raspelscheibe. Ich verlinke euch die unten. Glaubt mir, es hat mega Spaß gemacht. Sie ist ganz schön rabiat, also man muss schon ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, Übung macht den Meister. Aber wenn ihr seht, wie ich aussehe, völlig voll mit Sägespäne, die ganze Werkstatt, aber es hat mega, mega Spaß gemacht.
Das ist eine echt ganz schön, oh, vielleicht könnt ihr jetzt besser sehen, das ist eine echt ganz schöne Drecksarbeit. Was wollte ich jetzt sagen? Abgesehen davon, dass ich komplett voll bin mit Sägespäne. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Teil funktioniert echt sehr gut. Es ist natürlich aber auch ganz schön rabiat. Also es nimmt wirklich ganz schön Material weg. Wenn man da jetzt wirklich sehr genau arbeiten möchte oder sehr genau arbeiten will, dann ist das schon echt Übungssache, glaube ich. Also zum ersten Mal sollte man das nicht machen, wenn man jetzt irgendwas ganz, ganz genauer machen möchte. Weil das Teil einfach wirklich relativ brutal ist und nimmt einfach das Material weg und dann ist es auch weg. Als nächstes habe ich dann gleich den Mückerschleifer rausgeholt und dann ging es los mit dem Mückerschleifer. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Schleifer ist einfach nur top. Ich habe wirklich Stunden geschliffen, kein Scherz, Stunden, und das Ding ist ein bisschen warm geworden. Nicht mal ansatzweise heiß, sondern wirklich nur warm. Und Staub so gut wie nichts. Ich verlinke ihn euch unten. Top Maschine. Jetzt kommen wir aber zu diesen, also beziehungsweise zu dieser Verleimung und zu dieser Verleimung. Und da habe ich wirklich Bedenken, aber ich habe auch mittlerweile Bedenken, dieses Ding hier durchzubohren. Ich habe keine Ahnung, ob ich das machen soll. Wenn ich da den Winkel nicht hundertprozentig treffe, bohre ich mir rein oder hier hinten raus. Hier hinten raus würde ich noch sagen, ach verdammt, egal, würde ich noch überleben, aber auf der anderen Seite, hier steckt jetzt so viel Arbeit drin, ich hätte das niemals gedacht, dass ich hier so lange brauchen oder so viel Zeit investiere. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich mache heute mal Baustopp, ich schlafe eine Nacht drüber, weil ich will A, dass das Ding nicht auseinanderfällt, das, ja, natürlich würde ich auch genauso heulen, aber wenn ich jetzt hier mit dem Bohrer einmal durchbohre und dann auf einmal auf dieser Seite rauskomme oder auch auf der anderen Seite, völlig egal, da würde ich auch anfangen zu heulen. Das heißt, ich schlafe eine Nacht drüber, ich werde mir was überlegen, vielleicht fällt mir auch noch was anderes ein, ich habe keine Ahnung. Ich bereue es mittlerweile so ein bisschen, dass ich diese ganzen Verleimungsgeschichten nicht noch mit zusätzlich mit Lamellos oder Dübel oder was auch immer gemacht habe. Warum ich es nicht gemacht habe, ich kann es euch nicht beantworten. Ich weiß es wirklich nicht. Ist jetzt auch egal. Ich würde sagen, Feierabend und wir sehen uns morgen wieder und dann habe ich hoffentlich eine Entscheidung. Nächster Tag. Ich habe mich entschieden und ich habe mich entschieden, da kommt definitiv kein Loch durch. Definitiv nicht. Also mir ist das Risiko einfach zu hoch. Ich kann ja leider nicht von hier oben einfach so durchbohren. Da würde ich noch sagen, okay, da kann ich das hier noch so ein bisschen besser sehen und so weiter und so fort. Aber das war ja nie so, so wollte ich es ja auch nie machen. Ich wollte ja wirklich nur von unten ein Loch hier durchbohren bis ungefähr hier. Und dann die Gewindestange hier komplett einkleben und hier unten einfach mit einer Mutter und einer, oder einer Unterschlägscheibe und einer Mutter so ein bisschen sichern, dass es so ein bisschen, ja, nicht unbedingt zusammenhält, nicht unbedingt auf Spannung sitzt, aber einfach nur mal so den Leim so ein bisschen unterstützt. So war mein Plan. Aber wie gesagt, das
Risiko ist mir einfach zu hoch, dass da jetzt irgendwas kaputt geht. Ich habe da jetzt so viel Zeit investiert, dass ich dachte, das war eigentlich nur so ein Tagesprojekt oder so ein paar Stunden Projekt gewesen. Mal abgesehen jetzt von der Leimzeit, ne, da muss ich ja jetzt nicht aufpassen oder so, aber wie gesagt, es war wirklich eigentlich nur so ein kurzes Projekt und das war jetzt hier Stunden- und Tage-Projekt. Aber gut, ich bin auch mega happy, deswegen investiere oder deswegen habe ich auch so viel Zeit da investiert und deswegen ist mir das einfach auch im Moment zu risikoreich, da jetzt mit dem Bohrer da komplett durchzubohren. Trotzdem, Pharmak, danke für den Bohrer. Ich werde den bestimmt für irgendwas anderes brauchen, aber für dieses Projekt definitiv nicht. Das Risiko ist mir einfach zu hoch. Allerdings, um so ein bisschen Risiko da noch rauszunehmen, ich werde die vier Schrauben, die ich zum Verleimen hier reingeschraubt habe, die werde ich jetzt hier wieder reinschrauben, einfach nochmal so ein bisschen zur Stabilität. Hier hinten sieht man eh nicht viel, ja, das ist eh relativ verdeckt, so, ja, ein bisschen verdeckt. Und ihr könnt auch sehen, ich stecke mal kurz hier die eine Schraube rein und hier die eine Schraube rein, wie unsymmetrisch das ist, ja, weil ich mit der Kettensäge hier ein bisschen mehr weggenommen hatte als hier. Aber wie gesagt, wenn die Löcher von den Schrauben nicht wären, dann würde man das fast gar nicht sehen. Also klar, man kann natürlich jetzt sehen, dass es hier ein bisschen spitzer ist als hier, aber so extrem fällt es jetzt auch nicht auf. Und wie gesagt, hier die Seite, die sieht man eh, oder die beiden Seiten sieht man jetzt eh nicht so direkt. Gut. Jetzt werdet ihr euch gleich wundern, warum das Video schon zu Ende ist, oder so gut wie zu Ende ist. Und zwar der ganze Feinschliff und ob das Ding angemalt wird, geölt, poliert wird, was auch immer, ja. Das werde ich euch alles in dem finalen Projekt sozusagen oder dem finalen Video zeigen, wenn das ganze Kart komplett fertig ist. Das wird aber auf alle Fälle erst nach dem Stock Race sein. Deswegen endet das Projekt jetzt hier. Ich werde jetzt, wie gesagt, nichts mehr großartig machen. Also die Form, so wie sie jetzt ist, wird grob bleiben. Ich werde jetzt alles noch ein bisschen mit 180er oder 120er und dann 180er alles ein bisschen schön schleifen und dann eben ölen, anmalen, grün, blau, pink, lila. Lasst euch einfach überraschen. Gut, das war's. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht habt ihr auch einen großen Daumen. Ja. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über Kommentare freuen. Was haltet ihr davon? Wollt ihr jetzt auch mal einen Stuhl bauen für irgendwas anderes? Ich bin jetzt schon echt am Überlegen, wenn dieses Kart vorbei ist, kommt vielleicht der Sitz da wieder runter und ich werde mir da so einen Hocker draus bauen hier für die Werkstatt, dass ich das Ding hier irgendwie so auf so einem Rolldingsbums mache oder so einem Drehdingsbums. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, das Teil sozusagen als Bürostuhl, Werkstattstuhl, wie auch immer. Ja? Gut. Ja, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.